Paraguay. Pioniere. Bienvenidos a Paraguay. Wir gehen heute mal Gassi in Asunción und zeigen euch mal, was einen da so erwartet. In Paraguay ist jeder Hauseigentümer dafür zuständig, vor seinem Haus dazu einen Bürgersteig zu bauen. Und da es da keine Normen gibt, gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Und irgendwie ist das auch interessant beim Gassigehen, dass sich der Boden da dauernd ändert. Es geht halt hier von sehr naturbelassen bis verwahrlost bis Luxusfußboden. Und hat alles was für sich. Ich meine, besonders wenn zwischendurch noch Grasbüschel rausgucken, freuen sich die Hunde beim Gassigehen auch drüber. Man muss hier schon genau hingucken, wo man hintritt. Bei so einem Normbürgersteig ist das ja nicht. Und da kann es auch Höhenunterschiede geben. Oder hier muss man auch genau die Platten treffen und nicht den Rasen dazwischen. Weil da sind dann auch wieder leicht unterschiedliche Höhen. Das hier ist eine sehr schöne künstlerische Variante. Ich glaube, das nennt sich Canto Rodado und da kann man sehr künstlerisch die Flächen mitgestalten in verschiedenen Farben. Sehr spannend, was es so alles gibt unterwegs. Im Grunde genommen ist das, glaube ich, nicht nur interessant für Hundehalter, um sich einen Eindruck davon zu machen, wie es ist, in Asunción Gassi zu gehen, sondern im Grunde genommen auch für Leute, die in Paraguay vorhaben, ein Haus zu bauen. Und auch da brauchen sie ja eine Auffahrt und je nachdem, wie städtisch das ist, dann auch einen Bürgersteig. Und ja, da kannst du mal gucken, was es so gibt. Was es auch gibt, sind auf jeden Fall andere Hunde. Aber im Gegensatz zu Ipacaraí, wo die anderen Hunde freilaufen und wo man sich dann gar nicht mit den eigenen Hunden bewegen kann, weil dann ständig immer irgendeine Meute rauskommt und einen angreift, kann man hier unbehelligt gehen, weil die Hunde alle eingesperrt sind. Das ist super. Für so zwei Landeier wie Happy und Luna klappt das mit dem Zebrastreifen erstaunlich gut. Dieses Schild hier muss ich, glaube ich, gar nicht übersetzen, das ist eindeutig. Und wir haben für so einen Fall solche liebevoll gefalteten Einkaufstüten dabei. Das sind die Einkaufstüten aus dem Supermarkt, die unsere Nachbarin netterweise gefaltet hat. Wenn man hier so die Straßen lang läuft, muss man besonders genau hingucken, denn vor jedem Haus gibt es so einen Wasseranschluss. Und nicht immer ist der Deckel da drauf. Also wenn man da woanders hinguckt und da mit dem Fuß drauf tritt, ich glaube, das wird unangenehm. Den Bürgersteig finde ich schön hier, so mit dem diagonalen Schachbrettmuster und hier rechts noch Anpflanzungen an der Straße. Da haben die sich viel Mühe gegeben. Diese Leinen hier übrigens, die ihr im Video seht, die sind aus Deutschland importiert. In Paraguay braucht man eigentlich nicht so viel Hundezubehör, weil die meisten lassen ja ihre Hunde frei rumlaufen. Und von daher gibt es einige Dinge, die man in Deutschland eigentlich gewöhnt ist, wenn man einen Hund hat, was man in Paraguay gar nicht oder nur sehr schwer bekommt. Und wenn du eine Auswanderung nach Paraguay planst, ist es eine gute Idee, dir solches Zubehör mitzunehmen für deine Hunde, die du schon hast, oder vielleicht sogar für deine Hunde, die du noch anschaffen möchtest. Dafür verlinken wir dir unter diesem Video mal ein paar Produkte, von denen ich finde, dass man sie sehr gut gebrauchen kann und in Paraguay sehr schwierig findet. Wenn du überlegst, deinen Hund nach Paraguay mitzubringen, solltest du nicht vergessen, dass es in Paraguay im Sommer recht warm ist. Und wer jetzt irgendwie solche Rassen wie so ein Husky oder sowas hat, die für kalte Klimaregionen ausgelegt sind, da tut man dem Hund nicht unbedingt einen Gefallen mit. Insofern musst du genau abwägen mit Alter und Charakter des Hundes und ja auch eure Beziehung untereinander, wie du dann damit vorgehen möchtest. Was diesen Gassi in Asunción angeht, bin ich summa summarum irgendwie sehr, sehr zufrieden, weil wir doch einiges an grünen Stellen und Bäumen gefunden haben. Die Hunden hatten keine Langeweile, gab genügend zu schnüffeln
Und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig war, wir sind da in dem Bereich gar keinen Straßenhunden begegnet, sodass es damit dann auch nicht zu Konflikten mit unangeleinten Fremdhunden kommen kann. War ziemlich gut. Wenn du also für die Beantragung deiner Aufenthaltsgenehmigung für Paraguay und die Cedula ein paar Tage in Asunción verbringen musst für die Amtsgänge, dann ist es überhaupt kein Problem, mit deinem Hund in Asunción zu sein. Und es gibt auch Hotels, wo Hunde zugelassen sind. Da gibt es also Möglichkeiten. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lieber Paraguay-Interessent, wir haben mehrere Informationsangebote für dich. Surfst du gern auf Webseiten? Dann schau doch mal bei paraguay-pioniere.com vorbei. Oder bist du mehr der Messenger-Typ? Dann haben wir den Telegram-Kanal Paraguay-Pioniere für dich. Dort posten wir Nachrichten und Informationen über Paraguay, die uns so über den Weg laufen. Den Link zu dieser Gruppe findest du auch zum Anklicken in der Videobeschreibung unten. Möchtest du dich mit anderen zum Thema Paraguay vernetzen? Dann schau doch mal auf der Webseite paraguay-forum.com vorbei. Dort erfährst du, wie du Mitglied in den 11 Telegram-Gruppen der Paraguay-Pioniere werden kannst. Dabei sind Untergruppen zu den Themen Bauen, Familien, Finanzen, Technik und Sicherheit, Arbeiten, Selbstständigkeit, Spanisch, Selbstversorger, Fotos aus Paraguay und einen Chat für Verabredungen und Treffen in Deutschland und Paraguay. Auf den eben beiden genannten Webseiten kannst du dich auch für unseren E-Mail-Newsletter eintragen. In der Beschreibung zu diesem Video findest du auch den Link zu dem E-Mail-Newsletter und die weiteren genannten Links auch. Und zu guter Letzt, unsere E-Mail-Adresse lautet post@paraguay-pioniere.com. Falls du lieber ein individuelles Beratungsgespräch buchen möchtest, ob Paraguay das richtige Land für dich ist oder wie du deine persönlichen Herausforderungen der Auswanderungsplanung lösen kannst. Dabei stehen wir dir gern mit Rat und Tat zur Seite.